Hi Leute und herzlich willkommen zur mittlerweile 16. Folge von Unterwegs im Odenwald. Heute sind wir zwischen Bedenkirchen, Brandau, Allertshofen an einer wunderschönen Teichanlage und Grillhütte und ich zeige euch jetzt mal, was hier so los ist. Viel Spaß! Wir sind angekommen, hier ist der Parkplatz und dann starten wir mal unsere Rundreise. Unten tut sich das Ganze direkt, wenn man Brandau Richtung Wurzelbach fährt, dann nach Allertshofen abfährt, direkt dann auf der rechten Seite befindet sich dieser Parkplatz hier. Direkt an dem Parkplatz ist ein kleiner See, also ja, das ist schon ein Teich, würde ich eher sagen. Den zeige ich euch jetzt gerade mal. Der ist echt super schön gemacht. Gehen wir jetzt mal hin zu dem Teich. Hier sind auch schöne Sitzgelegenheiten und wie ihr auf dem Schild gelesen habt, haben die Bürger von hier das alles selber gemacht. Also dafür schon mal großen Respekt. Findet sich hier direkt neben dem Teich die Wurzelbach und die fließt durch ein Rohrsystem ableitend in den Teich rein. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Und was hier noch nebendran ist, Schäfchen, die zeige ich euch zuerst mal. Jetzt haben wir hier hinten noch eine Grillhütte. Das ist natürlich momentan auch alles zu. Aber ich zeige die euch mal. Also das ist ein riesiges Ding.
Ja, Leute, das war's dann schon von der heutigen Folge unterwegs im Odenwald. Die Folge war jetzt nicht so lang, da gibt's ja nicht so viel zu sehen und leider war ja die Grillhütte alles zu, sonst hätte ich euch das auch gerne mal näher gezeigt. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, daher lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, dass ihr auch keines der Videos verpasst, die noch folgen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.